Das alte Ägypten entschied sich für 24 Stunden am Tag. Warum wählten sie diese Zahl? Eine Hypothese ist, dass sie zuerst die Dimensionen konzeptualisiert und studiert haben, um auf diese Zahl zu kommen. Wenn man die erste Dimension studiert, kann man nur drei Objekte finden: die gerade Linie, die Strecke und die halbe gerade Linie. So kann die Nummer 3 die erste Dimension symbolisieren. In der zweiten Dimension, wenn man gleich große Ringe zusammenpresst, entstehen gleichseitige Sechsecke. So wird die Nummer 6 von dem Kreis produziert. In der Natur kann man die hexagonale Parkettierung in den Bienenwaben sehen. Eine Parkettierung ist eine Ansammlung von Objekten, welche eine lückenlose und überlappungsfreie Füllung des Raumes ermöglichen. In der dritten Dimension kann man die Parkettierung des Raumes mittels Rhomben-Dodekaedern begegnen. Es ist eine raumfüllende Parkettierung, welche die dichtestmögliche Packung gleicher Sphären im gewöhnlichen Raum ermöglicht. Jedes Rhomben-Dodekaeder besteht aus 12 rhombusförmigen Seiten. In der Natur benutzen die Bienen die Geometrie des Rhomben-Dodekaeder, um Bienenwaben herzustellen. Die Parkettierung ist aus Zellen gemacht, dessen Form ein hexagonaler Prisma ist, welcher mit einem halben Rhomben-Dodekaeder endet. Aufgrund dieser Beobachtungen ist es interessant, die Zeit mit der Nummer 24 zu symbolisieren, um die Serie 3, 6, 12, die durch die ersten, zweiten und dritten Dimensionen vorgeschlagen wurde, zu vollenden. Im Falle, dass dieser konzeptuelle Vorschlag der Ursprung unserer Zeiteinteilung wäre, hätten wir jetzt einen neuen Einblick in die Bemühungen der alten Ägypter, die Zeit und die Dimensionen zu erfassen.